Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen im wunderschönen Belgien. Ich zeige euch heute das Hotel, in dem wir jetzt die letzten 3 Nächte, 4 Nächte verbracht haben. Dann geht's auch heute direkt nach Amsterdam. Viel Spaß in diesem Video. Was ich als allererstes mal sagen möchte ist, Belgien ist wirklich ein Land, sehr, sehr viele freundliche Menschen hier. Also es kommt zwar ein bisschen so rüber, als wenn man ein bisschen in Paris, auch unsere Ankunft ist so ein bisschen, bisschen sketchy verlaufen. Flughafen angekommen und dann sind wir ja zu Fuß von der Central Station zum Hotel. Nachts, keine Ahnung, ich mit einer teuren Kamera in der Hand. Das hätte man vielleicht nicht machen sollen. Auf jeden Fall hat uns gerade ein Typ, der hier im obersten Stock arbeitet, im Meeting Room, oder? Auf jeden Fall hat uns gerade ein netter Herr, der hier oben im obersten Stock arbeitet, einfach aufs Dach gelassen. Er hat gesagt, Leute, bitte macht keinen Scheiß, werft euch nicht vom Dach. Beeilt euch, weil wenn euch jemand hier sieht, dann ist er der, der Ärger bekommt. Das Nice ist jetzt, Lukas kann kurz Drohne fliegen und ich kann hier mein Video starten. Kuss geht raus an den Feller von Doubletree. Ja, Mann. Ziemlich Glück gehabt, dass wir jetzt so ein nettes Personal haben. Ich werde euch jetzt ganz kurz das Hotel zeigen. Ich muss ehrlich sagen, wir sind sehr, sehr lange sehr einfach gefahren mit den Hotels. Das heißt, wir haben auch wirklich, das hier ist wirklich der absolute Luxus, den wir uns gönnen auf jeder Reise. Höher sind wir auch noch nie gegangen und unserer Meinung nach müssen wir auch nicht höher gehen. Also, es ist einfach unnötig, weil wir verbringen nie wirklich Zeit im Hotel. Wir gehen maximal am Abend trainieren, arbeiten ein bisschen da drin, so 2-3 Stunden in die Nacht noch rein, bis 1 Uhr, 2 Uhr. Dann schlafen wir und in der Früh geht's raus und wir drehen direkt wieder Videos. Aber was ich mal wirklich ehrlich sagen, das sieht doch aus wie so ein Call of Duty Level hier oben, oder? Mit diesen ganzen Blechverkleidungen und so. Ziemlich nice. Wir gehen rein. Wir fangen ganz unten an. Ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt nur den Trainingsraum gesehen und sonst nichts. Wir befinden uns, das habe ich noch gar nicht erwähnt, oder? Wir befinden uns auf jeden Fall im Doubletree Hotel. Doubletree. Wir checken auch heute aus. Ich muss jetzt denen nur ganz kurz sagen, dass wir erst um 13 Uhr auschecken, weil um 14 Uhr geht unsere Fahrt los von Belgien nach Amsterdam. Es sind 1 Stunde 52 Minuten mit dem Zug. Ziemlich nice. Das ist auch das erste Mal, dass wir so einen Zwischentrip mit dem Zug machen. We would like to check out at somehow 12:30, 1 o'clock is possible. Perfect. Die Leute auch, hey, ehrlich, so freundlich. Also auf jeden Fall, Doubletree ist ein Hotel, das zu Hilton, zur Hilton-Gruppe gehört. Deswegen steht auch immer direkt bei Hilton. Was ich sagen kann ist, Interieur, Zimmer, alles wirklich so wie es sein muss. Kann ich euch empfehlen, dann ist diese Frage schon mal geklärt. Ich finde, Belgien hat so einen leichten Frankfurt-Touch. Diese großen, ich weiß nicht, ob das schon direkt Wolkenkratzer sind, dann diese Parks und apropos Park. Belgien ist anscheinend nicht die ungefährlichste Stadt. In der Nacht werden die Parks abgesperrt. Und an Rollern, dieses ganze Scooter, Bolt, Lime, Tier, es gibt nie in keiner Stadt mehr Roller als in dieser Stadt. Das ist wirklich verrückt. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir ins Hotel rein. Hallo. Das Hotel ist eigentlich ziemlich cool aufgebaut. Ich feiere auch schon diesen Eingangsbereich. Du kommst rein und siehst hier direkt hinter mir diesen übertrieben langen Gang. Ausgestattet mit, glaube ich, 4 Aufzügen. 3 hier vorne oder sogar 4 hier vorne und ganz hinten noch einen. Unser Zimmer befindet sich im 7. Stock. Ganz hinten dort 70, 41. Dann hast du hier direkt rechts im Eingangsbereich direkt die Rezeption. Kuss geht raus auf jeden Fall. Und dort auch so kleine 2 Trinkbehälter, wo so Gurkenwasser und Orangenwasser ist. Ist ja gut, okay. Ich probiere. Schmeckt. Bevor man, so gesagt, links, nach dem Eingang rechts, links geht zur Rezeption, was ein komisches Wort, hast du hier noch so einen kleinen Bereich, wo du so alkoholische Getränke, Käse, Toast, Smoothies, Red Bulls und allerlei Chips und Süßigkeiten, so gesagt, kaufen kannst. Ich glaube auch noch so ein paar Ersatzkabelsachen und sowas. Auf jeden Fall finde ich ein cooles, ja, ein cooles kleines Extra, auch wenn es unnötig überteuert ist. Weil sind wir mal ehrlich, 4,75 Euro für ein Corona, das ist frech. Aber es ist kein Problem. Schließlich ist das 24/7 zur Verfügung und es gibt zumindest etwas. Pro Stufe verbrennt man anscheinend, wie das Hotel zumindest aussagt, 0,1 Kilokalorien. Das heißt 1000 Mal da hoch, oder sagen wir 500 Mal hoch, wenn jetzt nach unten auch, ihr braucht es nicht ausrechnen, ihr wisst schon, was ich meine, verbrennst du 1000. Nee, tust du nicht. Passt. Das zeige ich euch trotzdem noch mal ganz kurz den Hinterausgang. Und
jetzt soll mir mal einer sagen, das hier sieht nicht aus wie Frankfurt. Dieses Teil hier, ich weiß nicht, ob ihr diesen, ihr seht den Safe hier, diesen riesen Schirm, ja, das ist so geil. In diesem kleinen Ding, das den Schirm so gesagt hält, ist einfach ein Starbucks drin. Eins der coolsten Starbucks, die ich kenne so. Das ist ganz neu. Do you need help? Yes, if it's possible. Of course. It's heavy. You're welcome. Gentleman, ihr versteht sich selbst, war schlauisch. Fitness, der dritte Stock. Handtücher. Ziemlich nice. Dann hier für Männer, Umkleide, also Toilette, Dusche, Sauna. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal die Sauna, falls niemand drin ist. Someone sauna in here. Press only in case of emergency. Auf jeden Fall hier ist die Sauna. Bisschen dunkel ist jetzt auch gerade nicht an, ich weiß nicht warum, eigentlich läuft die 24/7. Achso, Introduction, turn on the sauna, press the white button. And it's... Hier ist die Dusche, boah, das ist eine coole Dusche, muss ich ehrlich sagen. Auch clean, bisschen dirty da, aber ansonsten super. Und dann haben wir hier noch Toilette. Who cares about a toilet? Also summa summarum, bis jetzt cooles Hotel, kann man so sagen. Was sagt ihr? Herzlich willkommen im Gym. Hier hat man Freihanteln bis 22 Kilo, was ziemlich cool ist. Ich muss aber ehrlich sagen, diese 22er Hanteln sind ein bisschen schwerer als 22, da bin ich mir sicher. Die sind wirklich, das sind heavy things. Dann haben wir hier Fahrrad, Rudermaschine, Stepper, Fahrrad, gefühlt liegend, dieses für faule Menschen, wie bei mir im Gym. Dann noch so ein Stepper-Ting oder so ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist, Multipresse, zwei Laufbänder, das war's eigentlich. So eine kleine Matte hier noch, wo wir so ein bisschen Yoga und sowas machen. Ihr wisst, Yoga! Ich möchte auch mal eine ganz persönliche Nachricht, wenn wir schon mal bei diesem Video sind, an euch alle da draußen richten. Ein fettes, fettes Danke geht an euch alle raus, dass ihr diese Videos liked, kommentiert und schaut. Kuss geht rein! Auch noch ziemlich geil. Kleiner Mülleimer, kaltes Wasser, Zimmertemperatur Wasser und hier Becher. Telefon für Emergency. Irgendwie alles, was Emergency ist, ist rot. Emergency, 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 Emergency. This will be the fastest Rühmtür ever made in Belgium, Brussels. Be faster. Why are you screaming on me? Because I lose my strap. Das ist auch eine Sache, die wir hier mal festhalten müssen. Lukas hat schon wieder was verloren. Und zwar den Strap für seine Kamera. Jetzt können wir keinen Scooter mehr fahren mit Kamera auf jeden Fall. Du hast sie verloren, ehrlich gesagt. Glaube ich, dass du diese verloren hast, ja? Nee, Lüge. Es kann nicht sein, dass die weg ist. Dass die Strap passt. Die Gurt macht auch keinen Sinn, falls du dich verbessern willst. Es ist der Gurt. Der Strap. Die Umhängeband. Auf jeden Fall, Freunde, hier ist ein sehr, sehr schönes Zimmer. Das Einzige, was blöd ist hier in diesem Zimmer, ist der Ausblick ist nasty. Nasty View. Nasty View. Dann zwei schöne Betten, muss man ehrlich sagen. Bequem, 1 bis 10. 10, Bruder. Ich habe so gut geschlafen. Ein Fernseher. Ich habe noch nie Fernseher geschaut in einem Hotelzimmer. Also ich weiß nicht, warum die da überhaupt drin sind. Dann hier eine Area, falls man mal seine Privatsphäre braucht, mit so einer schönen Lampe, wo man so ein Glas Wein trinken kann. Ist. Dann hier haben wir eine Arbeitsarea gehabt. Ich arbeite hier nicht, ich bin nur hier, um schwarz zu reden. Das war eher Lukas sein Bereich. Schrank. Wir haben auf jeden Fall zwei Schränke im Raum gehabt. Einmal mich. Der war nicht gut, oder? Kühlschrank. Tresor. Genau. Kaffeemaschine. Lukas hat zweimal Kaffee getrunken. Wie war der Kaffee? Na gut. Hier ein schöner Spiegel. Hier kann man Koffer ablegen. Badezimmer, muss ich ehrlich sagen, feier ich. Hier konnte man einmal Sachen ablegen, hier konnte man einmal Sachen ablegen. Dann hat man hier so einen beleuchteten Spiegel. Eine wirklich große Dusche. Wirklich groß. Dann hier kann man noch Sachen ablegen. Das Einzige, was blöd ist. Genau. Handtücher gab's, Toilette sauber. Ich muss ehrlich sagen, 10 von 10. Das Hotel. Alter, jetzt sehe ich aus wie so ein... Wenn ich so filme, dann sieht es aus, als wäre ich so eine Schminkbloggerin. Mit diesen Ringen im Gesicht. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten und bis... Was macht der Bruder? What the fuck? Was geht bei diesem Typen? Danke fürs Einschalten. Ja, bis zum nächsten Mal. Peace. Tschüss. Hm.
Mach raus den Vogel.